Der Bruder sagt, wenn eine Person kein Unrecht gegenüber einer anderen Person getan, aber diese Person denkt, man hätte Unrecht ihr gegenüber getan, ist das Dua von der Person, der angeblich Unrecht angetan wurde, wird dieses Dua erhört? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Weil dieses Dua wird nur erhört, wenn Allah subhanahu wa ta'ala an der Seite von demjenigen ist, der auch zu Unrecht behandelt wurde. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ittaqi da'wat al-mazlum, fürchte das Bittgebet von einem ungerecht Behandelten. In einer Überlieferung bei At-Tirmidhi, wa in kana kafiran, selbst wenn er ein Kafir ist und Dua gegen dich macht, weil du ihn Unrecht angetan hast. Was eine Person anbelangt aber, dem wirklich Unrecht angetan wurde, so wird sein Bittgebet angenommen. Warum sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, fürchte das Bittgebet von einem ungerecht Behandelten? Muawiyah radiyallahu anhu wa arda, er sagte, ich schäme mich, jemanden Unrecht anzutun, dessen Helfer Allah gegen mich sein wird. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hört mal. Ich schäme mich, Muawiyah radiyallahu anhu, ich schäme mich, jemanden Unrecht gegenüber anzutun, dessen Helfer niemand anderes außer Allah ist. Weil zu dem Zeitpunkt, wo du jemanden Unrecht antust, wer ist auf seiner Seite? Allah. Und deswegen hast du es dann auch gleichzeitig mit wem zu tun? Mit Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Well,